wohl beste Erfindung ever. Fatball Lammsack. Ja? So klein, handlich und leicht habe ich das Ding in meinem Rucksack. Ich habe hier mal einen dabei. Einmal ausgebreitet. Einmal überall drüber. Langsam laufen, schneller laufen. Umschlag. So, ist das Ding schon richtig prall, wenn ich zum Umschlag? Absolut massiv. Wir haben hier oben, wenn ihr das mal kurz zeigt, ist es nicht ganz so tief. Ne? Da kann ich quasi bequemer drauf liegen und krieg mehr Luft ab. Und wenn ich hier hinten, schmeiß dich mal rein, Ivo, richtig reinschmeiße, da bin ich ein bisschen mehr in der Rille drin. Beim Skifahren nichts Schöneres. Gegen Mittag, wenn es sulzig wird, aufs Spitzle hoch, den Fatboy aufmachen und ihn liegen. Beim Baden nichts Angenehmeres wie auf so einem Fatboy. Ich habe immer noch ein bisschen ein Tuch drunter. Im Garten, ich meine, der Eingangsbereich ist, glaube ich, wirklich riesig. Die Version liegt bei 74,95, ist der Original Fatboy. Hier habe ich eine andere Ausführung. Mal ganz kurz noch. Das sind die Original-Fatboys. Die Original-Fatboys, die haben nur eine Öffnung. Die billigen Fatboys, die kopieren, die haben meistens zwei Öffnungen. Eine rechte und eine linke. Außerdem ist bei allen billigen eine Plastikfolie innen drin. Das Problem an der Plastikfolie ist ganz klar, die bebt zusammen, die lässt sich total schwer füllen. Der Sack, der öffnet sich nicht richtig. Und genau deshalb, ich weiß noch, wie oft ich beim Baden war und die Leute mich belustigt habe über die Leute, die so einen billigen Lammsack haben. Ja? Die kriegen das Ding nicht gefüllt, die rennen hin und her. Absolut witzig zuzuschauen, wie die ihre 10 Runden machen. Hier mit Wind natürlich gigantisch, aber auch ohne Wind super einfach zu füllen. Wie gesagt, hier hebt den auf. Der läuft langsam rückwärts, sonst schneller rückwärts. Wenn es sein muss, kann man noch eine zweite Runde machen, wobei das würde schon reichen. Das war jetzt ein bisschen ausgedrückt. So. Dann schlagt man den wieder um und dann wird der Dinger auch richtig prall. Der ist nicht so hoch. Ne? Ich habe eine Kopfstütze. Ich komme leichter raus, ja? Weil der Ivo, der ist noch jung. Aber ich sag mal so, die Leute des etwas älteren Alters, die kommen einfach hier viel leichter raus. Ja? Absolut geil. Hier kann man auch eine Person hier, eine Person hier. Hier kann ich auch zu viert drauf rumchillen. Ne? Es ist einfach ein super geiler Artikel. Viele sagen, ja, Wasser, er ist tatsächlich auch wassertauglich, aber er ist nicht gemacht fürs Wasser. Ja, also ihr könnt es mal machen, aber lasst ihn nicht über mehrere Stunden im Wasser. Lasst ihn dann auch erstmal draußen trocknen, bevor ihr ihn neu füllt. Weil wenn der nass ist, lässt er sich nicht so leicht füllen. So, 100% Nylon, kein billiges Polyester. Reißfest, Klebefolie dabei zum Flicken, alles cool. Das ist jetzt die mittlere Größe. Wir tun die mal ein bisschen nebeneinander, stehen wir auf, Ivo, dass ihr da mal seht. So, so, so. Ivo, du darfst wieder reinchillen, dankeschön. Jetzt haben schon viele gesagt, ja, aber bei Wind und so, da blasst es mir den weg. Wir haben hier Haken dabei, 4 Stück, können den hier reinmachen und dann hält der. Die Haken sind beim Luftmatratzen, bei der Luftmatratzenform dabei. Hier, ihr habt ja ein Beutel und da macht ihr diesen Beutel
den nehmt ihr, nachdem ihr den Sack rausgetan habt, tut da eure Schuhe rein oder einen Sand rein. Zack. Irgendwo kann ich mal kurz raus. Dann macht ihr kurz auf und habt hier euren Bunker quasi. So, schubsdiwupps, dann habt ihr euren Anker sozusagen. Ne? Wie wohl darfst du wieder rein chillen? Ich nehme mal die andere. Jawohl. Die liegt bei 74,95. Gibt es in ganz, ganz vielen Farben. Der etwas größere, liegt bei 89,95. Und jetzt, ich habe den XXL. Ich gebe zu, alleine im Freibad habe ich mich manchmal schon ein bisschen verloren auf dem Ding gefühlt. Aber gerade wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, das Patenkind dabei ist, wenn wir da schon zu Fuß auf diesem Teil gelegen sind, ist schon richtig cool. So, das ist natürlich der XXL, da muss ich vielleicht da ein zweites Mal laufen. Ich muss heute ein drittes Mal laufen. Wir haben hier einen ganz blöden, schrägen Wind. Ja? So. Okay. Und das Schöne dran ist ja, das Umschlagen macht es aus. Das Umschlagen gibt an die Spannung. Ja? Jetzt habt ihr hier, das ist ein Bett. Ja? Das ist einfach ein Bett. Geil. Also für mich alleine ist voll okay. Aber für die zweite Person natürlich auch in Ordnung. So, wie immer in Live-Sendungen kommt jetzt ein recht lauter LKW. Ich gehe ja schon mal rüber. Der große XXXL-Lammsack, der liegt bei 99,95. Der kleinere bei 89,95. Und der ganz kleine. Und der ganz kleine bei 74,95. Okay, ihr dürft hinten rumlaufen. So, okay, also wenn ihr Bock auf einen Fatboy habt, dann meldet euch bei mir. Kann wirklich immer und jeder brauchen. Für die, die noch dranbleiben wollen, habe ich hier noch was Besonderes. Und zwar ist es der Trono. Der Trono ist eher ein aufrechter Sitz für die etwas ältere Generation. Ich habe schon ein paar Mal gehabt, da sagen die, oh, ich brauche da jetzt so nah an Abliege, da komme ich nämlich raus. Und jetzt überlege ich mir beim Campen und Co. Das ist natürlich